Servus Leute, zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Legends. So, 4-0 in der Arena. Läuft gut. Das Deck wächst auch wunderbar. Wir kriegen irgendwie immer bloß Legendary und gute Rares oder Epics zur Auswahl. Und von daher, ich habe Hoffnung. Jetzt habe ich meine persönlichen Angstgegner besiegt. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, wir gehen einfach mal mit den Doppelfarben weiter. Dann wäre als nächstes der mein nächster Angstgegner. Weil wegen Blau. Vor Blau habe ich Respekt. Blau kann zaubern. Das da macht Verbündete stärker. Das macht Verbündete. Ja, die zwei versuche ich jetzt als nächstes. Öffnet die Tore! Hüte der Sonne. Tja, wir sind die Verdunklungskraft. Mundusstein. Der Mundusstein bleibt auf der Hand. Der ist zu stark. Fluch bleibt auf der Hand. Ich finde ihn zu stark. Also wenn der liegt und liegen bleibt. GG. Ach du schon wieder. Du hast beim letzten Mal schon. Ich brauche ja einfach nicht. Ah ja. Schön. Ehre und Ruhm. Mein Schwert gehört euch. Oh, schön, dass du ein Schwert... ich sehe da gerade eine super Sache. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. So, im nächsten Zug kommt schon der Mundusstein. Halt! Wer ist heute unser Kunde? Wow. Oh, Dieb. Ja, schön. Das macht nichts. Im Gegenteil. Das finde ich gut, dann kann ich ihn töten. Das Chaos soll euch holen. So, jetzt da. Ich habe bisher noch keinen Gegner gesehen, der Removal hatte. Oh, ich meine Removal für das da. So, der wandert also hin und her. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Dann geben wir mal das Mana aus. Auf die wartet hier nur der Schmerz. Mit Durchbrechen. 4-5 mit Durchbrechen, naja. Gegnerschaden, genau das. Einfallsreich ist mein zweiter Vorname. Fordert Kadit nicht herauf. Schön, da habe ich ein Opfer für Durchbrechen. Schön, dass du weg bist. Oh, das ist eine Karte, die ich auscoinen muss. Mauloch, leite mich! Wunderbar, schön Kreaturen vernichten. Fordert Kadit nicht herauf. Oh. Übung. Ach so, ja, ist das Geheimnis der Taunt bekommen. Wächter. Das ist wiederum... Das ist schlecht. Moment, warum habe ich jetzt... deswegen. Oh, danke. Cool. Oh, sehr gut sogar. Hast du Durchbrechen? Du hast Durchbrechen, also muss ich dich erst angreifen lassen. Nicht, wenn das da ein Removal kommt. Seid wachsam. Kein wichtiger Removal zumindest. Schutzzauber, das ist perfekt für die. Oh. Mauloch, leite mich! Ist in Ordnung. Schön. Der müsste jetzt beide reinopfern, so, um ihn loszuwerden. Nicht aufgeben. Tragen wir den Kampf zum Feind. Leider wird ihn auch los. Oh, was ist das? Warte, was ist das? Ein Stürmatronarchen kann er dann beschwören. Ho, ho, ho. Ein Fluch. Ja, wie nice ist das denn? So. Mauloch, leite mich! Erstmal da draufhauen, dann dich beschwören. Folgt einfach regenerieren. Untödlich. Scheiße, ist das gut. Schlachterfische und Fluch. Ey, das läuft. Das Deck ist gut. Ja, auf was? Okay. Ja, das war ein guter Move von ihm. Leider. Oh, ich kann die loswerden und plündern. Ich wusste, dass diese Karte echt Value bedeutet. Khajiit oder 4-4? Mach mal 4-4.
Blut auf den Weg! Mauloch, leite mich! So. Letzter Zug von Gegner eventuell. Das ist zu teuer. Tragen wir den Kampf zum Feind. Und das bringt nichts mehr. Los, meine Schlachterfische. Kashyyyk hat genug, also vernichtet sie. Das wird mein Lieblingszitat. Wähle deine Belohnung. Wilderer. Nee, wir bleiben bei der Giftzunge. Die ist gut. Außerdem tödlich, immer gut. Ein weiterer Schritt hin zum ultimativen Ruhm. Und jetzt weiter mit der Katze. Recken! Kämpf! Die Tausendklaue. Diebisch wahrscheinlich. Diebisch. Ein Hinterhalt! Wie unterhaltsam! Oho! Quelle hier. Ah, das behalte ich. Warte, lass mich. Kann ich nochmal. Boah, eine 3-3 hat er gleich. Ja, den Flug behalte ich. Oh, shit. Ich kassiere erstmal. Mit mir legt man sich nicht an. Wir sind zu allem bereit. Oh ja. Jeder muss Wegegeld anrichten. Entweder ich kill so einen oder ich debuff den da. Oh, shit. So, der macht schon mal keinen Schaden mehr. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Mit mir legt man sich nicht an. Ich bräuchte einen Plan. Ich bräuchte Prophezeiung. Leben oder Leben. Ich brauche eine Karte. Das ist doch, das ist eine Karte. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Kommt und nehmt eure Strafe entgegen. Mit mir legt man sich nicht an. Geld oder Leben. Tja, das ist leider keine Prophezeiung. Ihr kommt mir nicht in die Schnell. Schere. Schnappt ihr euch. Ich brauche jetzt Wächter. Schlachterfische. Nein, die helfen mir nur bedingt. Tja, der hat leider nicht mehr. Trotzdem, könnte es von Vorteil sein? Ja. Oder 2-4? Ja, es bringt, ist kein Unterschied, ob ich eine 4-5 oder eine 2-4 setze. Außer, dass ich eventuell die... Oh ja, außer, dass die Schutzschild bekommt. Ich glaube, ich werde hier gerade überrannt. Geld oder Leben? Aber das ist echt bitter, wie das jetzt gelaufen ist. Ich werde überrannt. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Oh, Festleine-Kreatur ist nicht schlecht. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich wirklich gebrauchen. Tödlich kann ich auch gebrauchen. Jetzt mal die Fesseln. Die aufdecken. Und hier erstmal ein Schutzschild hinstellen. Wenn ich falle, holt mich der Hist. Jegliches Leben noch verteidigen. Es ist so knapp, wenn ich doch bloß mich stabilisieren könnte. Nee, das habe ich verloren. Geld oder Leben? Oh, wobei? Schnappt ihr euch! Oh, ja. Aber nur, weil ich einfach kein Early Game gezogen habe. Naja, schön. Plündern. Moment. Habe ich noch... Ich habe keine Chance. Mir fehlt eine Ressource. Weil wenn ich mit Plündern hier... Na gut. Ich kann die killen. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu gerade. Nein. Da komme ich nicht durch. Ich verbeuge mich vor eurem Sieg. Probieren wir gleich nochmal. Weil das hätte ich locker gewonnen. Hätte ich doch bloß was gezogen. Locker. Absolut. Das war kein schwerer Gegner. Offenbar ist unser Herausforderer wurde gedemütigt, aber nicht besiegt. Ja, und ich komme wieder.
Hinterhalt! Wie unterhaltsam! Ich brauche Early Game. Ey, was ist denn los? Ah, da haben wir doch was. Das tut nämlich weh. Das tut alles weh. Schert euch weg! Verflucht. Das ist super. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Das ist irrelevant. Schert euch weg! Naja, mehr oder weniger. Jeder muss Wegegeld entrichten. Mehr oder weniger irrelevant. Viel zu einfach. Ich habe keine Zeit für den... Oh, die ist gut. Geld oder Leben? Okay. Ja, was denn? Wie? Wo? Wie geht denn das, bitte? 1 und 4? 5? Wo hast denn du die Ressourcen her? Sag bloß, dass zufällige Karte aus deinem Deck, die 0 kostet, bezieht sich nicht auf 0, sondern eine zufällige Karte und die kostet dann 0. Das würde erklären, warum er den noch spielen konnte. Nein, wirklich, das kommt trotzdem nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier losgeht, was hier abgeht. Wenn ich falle, ich kann mir hier einiges nicht erklären, wie es hier läuft. Naja, weiter. Geld oder Leben? Scheiß Schutzzauber. Wow, ja. 3 und 0. Das ist. Was? 3? Wenn sich eine Verbündete in jeder Reihe befindet. Oh ja, das ist eine mickrige Bedingung, meiner Meinung nach. Ich hab schon wieder verloren. Da komme ich nicht hinterher. Warum darf ich nicht als zweites anfangen? Rashid hat genug. Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Das ist... Ja, ich hab verloren. Außer es kommt irgendwas mit Plündern, was mich retten kann. Aber ich glaube, ich hab nichts, was... Viel zu einfach. Geld oder Leben? Der ist viel zu schnell. Der ist viel extrem zu schnell. Na komm, gib mir Gold. Okay, ich brauche noch mal Siege, deswegen kann ich den nicht weitermachen. Ich muss den mir fürs letzte Mal aufheben, dann gehen wir jetzt auf den. Welch ein enttäuschender! Hallo! Zweimal hintereinander habe ich kein Early Game gezogen, obwohl ich massenweise Early Game habe und der Start war halt schon extrem unfair. Unser heutiges Schlachtfeld ist gespickt mit den tödlichsten Waffen, die wir finden konnten. Viel Glück, ihr Recken! Ja, der Mundestein. Super stark. Ja, super stark. Punkt. Ich brauche aber Kreaturen. Andere Kreaturen. Ah, ich habe das da. Okay, diesmal darf ich als zweites anfangen. Das ist schon mal was. Ja, sicher. Wieso? Ja, sicher. Bewege eine andere Verbündete. Geld oder Leben? Ja, rüber mit dir. Wir brauchen hier mehr. Das ist 4-4. Fessle eine Kreatur.
Das spiele ich auf die da. Ausschwärmen! Schönes Ding. Okay, im Moment ist Stabilizing angesagt. Okay, ich glaube, das ist ein Goblin. Ja. Sieht hässlich aus. Aber hier haben wir die perfekte Lösung für unser Problemchen. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Lass eine Kreatur verstummen. Kann ich die mal anschauen? Kann ich die nochmal anschauen irgendwie? Ansonsten, ja, verstummen wir die. Ja, das ist in Ordnung. Vollkommen. Entzug auf die. Warum eigentlich nicht? Selbst wenn sie jetzt draufgehen würde durch irgendeinen Effekt hier. Nein, tut sie nicht. Dann hätte ich wenigstens noch ordentlich Leben bekommen. Yes. Okay. Naja, wobei, nicht so schön. Nicht unbedingt. Oh, plündern. Ja, mit plündern kann ich sie loswerden. Bumm. Ja, hol mal deine Goblins. Die können dir auch nicht mehr helfen, wenn sie nichts machen. Oh, schade. Khajiit lässt niemanden am Leben. Schade. Dich hier hin? Auf die wartet hier nur der Schmerz. Okay. Das ist witzig mit der Reihe hier. Boah, war auch extrem heftig. Schön, das war wenigstens gut. Aber irgendwie... es ist doch nicht fair, was hier passiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist richtig gut. Ich würde gerne in Mundusstein spielen, aber... das ist viel besser. Jetzt... ja, ich habe mehrere Möglichkeiten. Ne, die größere Kreatur killen. Leite mich! In Ordnung. Ich habe sehr viel Leben. I see. Oh, du hast keinen durchbrechen, oder? Nein, schade. Oh. Interesting. So, jetzt muss ich aber mal den Mundestein spielen. Dann spielen wir dich auf die Seite. Regenerieren hat er bekommen. Okay. Eigentlich möchte ich nicht unbedingt das triggern. Ach komm. Mauloch, leite mich! Wenn schon. Oh, das ist... oh, das ist... ich bin dabei. Jetzt habe ich ein Problem. Naja, wobei... wobei... mit Fluch kriege ich die auf der Seite weg. Roter Brahman hier. Beim Ei ergebt sind euch. Die weg. Was war das? Eieieiei, schaut euch mal die Effekte jetzt an. Für jede gegnerische in dieser Reihe. Okay. Jetzt hör mal auf damit. Wehr dich nicht so sehr. Dein Ende ist besiegelt. Diebesnest.
sieht auch geil aus als Fähigkeit. Ja. Aber wir haben gewonnen. Gebt euch oder sterbt! Das wäre schön. Ich wusste doch, durch die Quest schaffe ich das mit den... Wer kämpft an der Seite des Herausforderers? Okay, mit den Quests schaffe ich das locker. Dann die Null kostet. Und nicht danach Null kostet, oder? Aber da ich jetzt in letzter Zeit so wenig Zweier gezogen habe, würde ich jetzt wieder mal Zweier ziehen. Oder nutzen. Außer um einen Fluch zu ziehen noch extra. Ist eigentlich geil. Schön. 6 Siege. Der Herausforderer triumphiert. Was kommt als immerhin nächstes? Finden wir es heraus. Aber erst beim nächsten Mal. Das Risiko gehe ich ein. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.